Also ich begrüße ganz herzlich zum zweiten Vortrag unseres heutigen Abends und ich freue mich ganz besonders, meine liebe Kollegin und Freundin Susanne Maurer begrüßen zu dürfen, die ich schon seit Ewigkeit, gefühlt seit Ewigkeiten kenne und mir immer auch begegnet als ist als ja nicht nur politisch aktive, kritische, frauenbewegte Forscherin, Sozialpädagogin, sondern eben auch viele Themen aufgegriffen hat, die von einer doch besonderen Kreativität sprechen und darauf hindeuten, weil es eben im Sozialen Problematiken gibt, die lassen sich eben nicht nach Schema F oder mit einer Liste bearbeiten, sondern da braucht es entsprechend auch kreativer Ressourcen. Und genau darum geht es heute, um dieses Spannungsfeld von Frauenbewegungen und Kreativität und Fantasien. Und ja, sie ist an der Universität in Marburg tätig. Ja, Susanne Maurer hat sich immer schon mit dem Thema soziale Bewegung beschäftigt, gefühlt und war, glaube ich, auch Teil der sozialen Bewegungen, so wie ich auch. Und von daher ist es, glaube ich, naheliegend, sich als Sozialpädagogin mit dem Thema auch wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Deswegen freue ich mich ganz besonders heute zu dem Vortrag Soziale Fantasie zur Bedeutung sozialer Bewegung und zivilgesellschaftlicher Bestrebungen für die Entwicklung gesellschaftlicher. Tatsächlich einer Zeitgenossin, die sich in unterschiedlichen sozialen Bewegungen auch mitbewegt hat, sich darin bewegt hat und sich davon hat bewegen lassen, berühren lassen. Wir haben uns neulich mal unterhalten über den Begriff der Aktivistin, der heute manchmal auch eher so als individueller Zuschreibungsbegriff sozusagen genutzt wird. Für mich ist der Hintergrund des Kollektiven, zumindest des Versuchs eines anderen Kollektiven, sehr bedeutsam. Also man hat sich da weniger als Einzelperson empfunden, sondern eher als Teil eines größeren Zusammenhangs. Und darauf ist nochmal zurückzukommen, glaube ich, heute auch auf das Moment der Kollektivität. Birgit, wir kennen uns seit über 20 Jahren jetzt. Und der Begriff der Kollektivität ist in unserer jeweiligen Biografie auch eingebettet in eine bestimmte Gesellschaftsgeschichte, unterschiedlich besetzt und belastet oder unterschiedlich mit Erfahrung verknüpft. Und daran können wir schon sehen, dass auch Sprache und Begriffe immer ein ganz bedeutsames Moment sind in unserer Auseinandersetzung und dass es sehr viel um ein Verstehen wollen und sich auch manchmal zurücknehmen und erstmal zuhören, was andere eigentlich mit einem Begriff verbinden, gehen muss. Das war so eine kleine Brücke, die ich für mich gebaut habe, jetzt zwischen der Vorstellung und meinem Vortrag. Ich habe deswegen auch diese Brücke gebaut, weil ich komme auf das Thema der Brücke am gegen Ende nochmal zurück, weil ich auch damit sagen möchte, es wird nicht ausschließlich um feministische Strömungen, Bewegungen, Aktivitäten gehen, obwohl die für mich auch einen sehr bedeutsamen Hintergrund und einen sehr durchgehenden Hintergrund darstellen, sondern tatsächlich so ein bisschen auch mit der Öffnung hin zu anderen Bestrebungen und Bewegungen, die wir als soziale bezeichnen. Das soll sozusagen hier vorkommen, aber die feministischen Bezüge sind trotzdem, glaube ich, immer wieder deutlich und auch erkennbar. Und natürlich diese ganze Frage der Care. Demokratie, ja, also das Care Democracy oder Caring Democracy spielt in diesem Zusammenhang auch eine sehr, sehr große Rolle. Im Kalender, den ein feministisches Kollektiv seit vielen Jahrzehnten herausbringt, dieses Kollektiv ist angesiedelt auf dem Staatsgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika, ist aber auch der Versuch eines anderen Lebens, eines anderen Arbeitens, einer vorweggenommenen anderen Möglichkeit in Gesellschaft, in Gemeinschaft zusammenzuleben. Dieses feministische Kollektiv also bringt regelmäßig unter anderem einen Kalender heraus, wo versucht wird, auch mit Mitteln der Poesie, der expressiven Künste, sich mit den Fragen der Gegenwart und der Zukunft zu beschäftigen, sich auch auf Vergangenheit zu beziehen. Und es wird auch versucht, das unter Einbezug möglichst vieler verschiedener Menschen zu tun und möglichst vieler verschiedener Erfahrungen, wenn wir in diesen Kategorien denken und sprechen wollen, globaler Norden, globaler Süden, dann ist hier eben der Versuch, das tatsächlich auch offen zu halten, den Horizont
und die eigenen Begrenztheiten und Begrenzungen wahrzunehmen. In diesem Kalender habe ich einmal vor einigen Jahren diesen Satz gefunden. Und mit diesem Satz möchte ich gerne in den Vortrag einsteigen. Es geht darum, dass Raupen, die später zu Schmetterlingen werden, sogenannte Zellen haben, die eine Qualität des Imaginierens enthalten. Im Englischen wird es Imaginal Cells genannt. Und über diese Zellen ist es dem Lebewesen Raupe möglich, eine Art von Vorstellung auf Zellebene zu entwickeln, dass es zu einem Schmetterling werden kann. Also dass es eine Transformation geben kann und wird zum Schmetterling. Ich kann mir das als Nichtbiologin nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet auf der Zellebene. Aber ich fand diesen Satz so dermaßen eindrucksvoll, weil es um die Vorstellbarkeit geht und wie das vielleicht auch ein Teil unseres Lebendigseins bildet, dass in uns irgendwo ein Wissen da ist, das eben eine Vorstellung von etwas anderem ermöglicht, das noch nicht ist, noch nicht erfahren ist, noch nicht sichtbar ist, noch nicht sozusagen direkt als Bezug mir gegenüber steht. Also es gibt sogenannte Imaginal Cells, die ermöglichen, dass ich mir vorstellen kann, etwas anderes zu werden. Und dieser Begriff Imagination, ja, wir kennen das aus diesem berühmten Lied Imagine, das auch immer wieder in verschiedenen historischen, politischen, sozialen Situationen nicht ohne Grund erneut aufgegriffen und gesungen wird. Also Imagine, Imagination bedeutet tatsächlich diese Tätigkeit, dieses Moment, sich etwas vorzustellen, was scheinbar unvorstellbar ist. Ja? Also wenn Sie sich an den Text des Liedes erinnern, wenn Sie das kennen, es gehört, glaube ich, ein bisschen zum kollektiven Gedächtnis, deswegen habe ich das hier angespielt, dann geht es tatsächlich um die Vorstellung einer anderen Welt, einer anderen Möglichkeit, einer anderen Wirklichkeit ohne Kriege, wo Menschen sich sozusagen anders als verbunden erleben und auf andere Weise zusammenleben. Eine Wunschvorstellung, ein Wunschtraum, völlig unrealistisch, Fragezeichen. Mir geht es darum, soziale Fantasie ins Spiel zu bringen und hier jetzt wirklich mit dem Stichwort sozial verbunden. Auch als Sozialpädagogin, als Sozialarbeitende oder eine, die darin auch Erfahrung hat, sich darauf bezieht, mit ihrem eigenen Forschen und Denken, mit ihrer Auseinandersetzung, möchte ich eben diesen Aspekt, dieses Moment des Sozialen als auch Gesellschaftliches, als etwas, was zwischen den Menschen geschieht und was Menschen gemeinsam hervorbringen, wovon Menschen aber auch für ihre Existenz, für ihr Leben abhängig sind, deutlich machen. Und hier sind wir eigentlich auch schon bei dem Caring, das wir vorher ganz stark gehört haben, ja, also die vielen Facetten und Dimensionen des Caring. Wir sind abhängig von anderen, wir brauchen die anderen, um leben zu können. Wir brauchen eine Art von Regulierung oder Gestaltung unseres Zusammenlebens und bilden unterschiedliche Formen des Gesellschaftlichen aus. Und diese Formen des Gesellschaftlichen können uns dann aber auch wieder fast wie etwas von außen und aufgezwungen gegenübertreten. Das wäre jetzt nochmal so eine eigene Etappe in der Auseinandersetzung. Ich will das hier nur andeuten, was sozial alles mit meint. Und mir geht es um soziale Fantasie, insbesondere auch in ihrem Aspekt als eine kritische, auch selbstkritische gesellschaftliche Vorstellungskraft. In der Ankündigung zum heutigen Vortrag habe ich den Satz formuliert, dass angesichts der vielfältigen, hochproblematischen Verhältnisse, der zugespitzten Krisen, der großen Sorgen und Nöte, mit denen sich viele Menschen und die Menschheit insgesamt konfrontiert sehen, häufig die Vorstellungskraft als seltsam begrenzt erscheint. Wenn ich in den Medien die ganze Zeit mir anhören muss, dass es um Wachstumsraten geht und wir wissen seit so langer Zeit, seit vielen Jahrzehnten, dass das nicht unser Parameter sein kann. Also jedes Wissen schreit dem entgegen und dennoch ist es nach wie vor ein herrschender Parameter. Dann frage ich mich, was eigentlich unsere Fantasie dermaßen eng hält und begrenzt,
dass wir nicht in der Lage sind, sie zu öffnen zu anderen Möglichkeiten hin, obwohl diese schon vielfach gedacht, begründet, erforscht und auch gelebt und praktiziert worden sind. Und darum soll es jetzt im Folgenden gehen, denn es gibt diese soziale Fantasie als eine auch kritische gesellschaftliche Vorstellungskraft, als eine Vorstellungskraft mit Bezug auf gesellschaftliche Möglichkeiten. Es gibt sie in konkreten, visionären Projekten der Veränderung, wo tatsächlich etwas realisiert wird, etwas institutionalisiert wird, auch wenn es vielleicht wieder irgendwann an sein Ende kommt. Ich werde dazu nachher noch einzelne Beispiele nennen. Es gibt es in, nicht zuletzt im literarischen Gedankenexperiment, zum Beispiel in utopischen Erzählungen, Romanen, auch im Science Fiction, die immer auch eine soziale Komponente, eine gesellschaftliche Komponente und Dimension enthalten. Und es gibt diese soziale Fantasie als kritische gesellschaftliche Vorstellungskraft im ganz konkreten, alltäglichen oder manchmal auch außeralltäglichen, solidarischen und gemeinschaftlichen Praktiken. Ich würde sagen, dass sich mit all dem ein oft kreatives, manchmal auch überraschendes Moment findet des Vorwegnehmens einer anderen möglichen Wirklichkeit, die dann auch erfahrbar wird, die uns berührt. Also wenn es um Literatur oder Poesie oder Musik geht beispielsweise. Aber wenn es um diese visionären Projekte der Veränderung geht, da ist was Faszinierendes drin. Ja, wenn wir solidarische und gemeinschaftliche Praktiken erleben, wahrnehmen, beobachten oder selber daran teilhaben können, dann macht es was mit uns, dann verändert es was in uns und mit uns. All das ist nicht zu idealisieren, ist nicht konfliktfrei und darauf möchte ich am Ende auch noch mal kurz zurückkommen. Was sind meine Anliegen, die sich so im Hintergrund beschreiben lassen und die sich vielleicht auch immer wieder durchziehen und auch ab und zu aufblitzen? Es geht mir um die Wertschätzung historischer Erfahrungen auf allen Ebenen, aber nicht nur historischer, sondern natürlich auch gegenwärtiger Erfahrungen. Um die Frage danach, welche bislang nicht verwirklichten, aber manchmal auch schon einmal verwirklichten Möglichkeiten in diesen historischen Erfahrungen enthalten sind. Es geht mir insofern um eine gewisse Öffnung von Geschichte und Gegenwart und damit auch eine Öffnung einer möglichen Zukunft. Also die Weitung des Horizonts des Vorstellbaren, das ist sozusagen mein Hauptbezugspunkt heute. Und das, was sich hier so andeutet in meinem letzten Punkt auf dieser Folie, es geht mir um diese Weitung des Horizonts und um diesen Bezug, ja, auch auf die Fantasie, auf das utopische Moment und Potenzial und die utopische Energie. Nicht im Sinne einer Idealität oder eines heroischen, verändernden Handelns, sondern mir geht es gerade um das nicht oder nicht so sehr heroische, aber auf jeden Fall eingreifende, bewegte und bewegende Handeln, nicht zuletzt in der sozialen Arbeit oder auch mit Verbindung zur sozialen Arbeit. Von Gandhi ist sinngemäß der Satz oder die Aussage überliefert, du kannst die Welt auch auf sanfte Weise erschüttern. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir mit im Blick behalten können, auch wenn es manchmal so zu sein scheint, dass wir unsere Vorstellungskraft es sich fast nur noch mit großer Macht und Gewalt vorstellen kann, dass eine Erschütterung stattfindet. Und ich möchte an der Stelle kurz ein Lied anspielen. Ich hoffe, das klappt technisch, das gerade mit unserer extremen Gegenwart zu tun hat und vielleicht in gewisser Weise einen Kontrast bildet, in gewisser Weise aber genau das meint, was Gandhi hier anspricht. Es ist das Lied Bella Ciao, das gerade auf YouTube zu finden ist, auch in einer iranischen Version. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب به شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا بلا
خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خود یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie das hören und sehen. Es ist, hat mich sehr bewegt und berührt und wie viele andere weltweit haben auch wir von unserer Universität in Marburg und das Genderzentrum hier in Marburg versucht, Solidarität zu zeigen und zu erklären. Das ist natürlich sozusagen in einer extremen gesellschaftlichen Situation und Auseinandersetzung, wie sie im Iran gerade stattfindet, kommt einem das wie ein Tropfen auf den heißen Stein vor. Und dennoch scheint es nicht ohne Bedeutung zu sein, dass solche Dinge geschehen, ja, dass solche Lieder gesungen werden, dass sie weltweit Verbreitung finden, dass Menschen in verschiedenen Ländern sich symbolisch die Haare abschneiden, um ihre Solidarität zu erklären. Und ich wollte damit ein bisschen eine andere Ebene einfach mit ins Spiel bringen, die mit all dem, um was es uns hier heute geht, auch zu tun. Es gibt ein Buch, das halte ich mal so in die Kamera, das heißt Dreamers of a New Day. Und in dem wird von der sozialistisch-feministischen Autorin und Wissenschaftlerin Sheila Rowbotham aufgezeigt, wie bereits Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr weitreichende gesellschaftliche Visionen, insbesondere auch frauenbewegter, organisierter und denkender und forschender und politisch aktiver Frauen, ohne dass sie den Status des politischen Subjekts bereits in der Regel gehabt hätten. Visionen, die also von diesen AkteurInnen entwickelt worden sind. Und diese Visionen, die sind so weitreichend, weil sie alle gesellschaftlichen Bereiche, jede gesellschaftliche Arbeit mitdenken, mit einbeziehen. Und da wären wir wieder bei dem ersten Vortrag des heutigen Abends. Was braucht es, damit menschliches Leben, damit Wirtschaften, damit Gesellschaft überhaupt möglich ist? Was sind die häufig unsichtbaren, nicht wahrgenommenen, nicht gewürdigten, nicht wertgeschätzten Voraussetzungen dafür? Welche Arbeit wird da eigentlich geleistet? Und wie muss all dies eigentlich ganz anders in Konzepte von Gesellschaftlichkeit, von Wirtschaft, von Staat einbezogen werden? Ich finde es hochinteressant, das heute zu lesen, ja, über 100 Jahre später, zu schauen, wie weitsichtig und differenziert solche Visionen eigentlich waren. Und ich komme nachher nochmal auf einen utopischen Text zu sprechen, der auch exemplarisch als Gedankenexperiment eine Gesellschaft entwirft, als Roman, die um das Sorgen herum organisiert ist, ja, um die Generationenfolge herum, um die Möglichkeit, in Frieden aufzuwachsen, sich zu entfalten, sich zu entwickeln und zu bilden und eine sinnvolle Tätigkeit für das Gemeinwesen dann aufnehmen zu können. Dreamers of a new day. Es gibt Menschen zu jeder Zeit, die träumen, die den Traum einer anderen möglichen Wirklichkeit träumen. Und es gibt eine Gruppe, die auch so genannt wird oder sich selbst auch nennt, in der quasi Gegenwart, das sind die sogenannten Dreamers. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen diese Auseinandersetzung mitverfolgt hat. Mir wurde sie durch KollegInnen aus den USA nahegebracht. Aber wenn Sie das recherchieren, finden Sie einige Berichte dazu auch im Internet. Es geht hier um die Kämpfe junger Menschen, die als Kinder mit Familien, die als illegalisierte ImmigrantInnen bezeichnet werden können, ins Land gekommen sind, auch natürlich keinen
legalisierten Status haben und die jetzt kämpfen, gekämpft haben, auch schon in der Vergangenheit, um Zugang zu Teilhaberechten und Staatsbürgerschaft. Es gab dann auch unter der Regierung Obama einen, ich glaube schon bei Clinton vorbereitet, ein Dekret der Bundesregierung in den USA, das diesen Menschen einen Bleibestatus garantiert und sie vor Abschiebung schützt. Das wurde dann unter der Regierung Trump sehr stark zurückgenommen oder in Frage gestellt. Wir haben ja auch jetzt die Auseinandersetzung in den USA auf Bundesstaatenebene, Einzelstaatenebene, dass da immer wieder auch gegen eine Gesamtpolitik auch sozusagen gearbeitet wird. Und wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie unter dem Stichwort Dreamers einiges finden. Ich wollte sozusagen an der Stelle einfach mal die Brücke bauen über 100 Jahre hinweg. Es gibt Menschen, die träumen von anderen Möglichkeiten und die das mit aktuellen Kämpfen um eine andere Realität verknüpfen. We are all dreamers. Ja, das ist auch so eine Möglichkeit, Solidarität zu erklären oder sich selbst zuzuordnen, als zugehörig zu definieren, zu einer Bewegung, zu einem Kampf. We are all dreamers. Wir träumen von einer anderen Möglichkeit und wir stehen dafür und wir leben sie schon. Es geht mir hier also, wie Sie merken, immer wieder um Blicke zurück in die Zukunft und ich würde das jetzt ganz kurz nur andeuten an zwei historischen Beispielen. Das eine, das wurde zu einer konkreten Institution, die bis heute auch räumlich, architektonisch besteht und sozusagen noch die Spuren trägt dessen, was da versucht worden ist, um 1800 herum. Das ist eine Mühle mit einem Textilbetrieb in einem Tal in Schottland, genannt New Lanark. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von Ihnen schon mal gehört, gelesen hat oder darüber etwas weiß. Der Frühsozialist Robert Owen, der auch als Philanthrop von manchen bezeichnet wird, hat hier zusammen mit anderen, natürlich nicht allein, zusammen mit anderen eine andere Wirklichkeit vorweggenommen und sie real geschaffen für alle, die damals dort gearbeitet und gelebt haben. Und auch er hat mit seinen MitstreiterInnen das ganze Leben mitgedacht, den Bereich des Konsums, der Kinder, des Aufwachsens von Kindern, Schulbesuch, Bildungsmöglichkeiten für Erwachsene und Kinder, eine andere Regelung der Arbeitsverhältnisse, eine Kürzung der Arbeitsstunden am Tag, andere Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen, das Wohnen, das Essen, ja, die Freizeit, was man in der damaligen Zeit sozusagen noch kaum gedacht hat. Also es war eigentlich auch ein relativ umfassender Versuch, eine andere Wirklichkeit zu schaffen als einen Wirtschaftsbetrieb, in dem Menschen arbeiten, wo Familien auch leben, wo es Wohnraum gibt, der für damalige Zeiten sehr modern war, wo es auch Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, wo es Schulzeiten gibt und wo die Arbeiter beteiligt werden am Gewinn dessen, was erwirtschaftet wird. Ein Beispiel. 100 Jahre später entwickelt, vorher schon angedeutet, die auch feministische Sozialistin oder sozialistische Feministin, die auch als politische Aktivistin und organisierte politische Akteurin unterwegs war, in ihrem erst zunächst als Fortsetzungsroman veröffentlichten Buch Herland, Teil einer Trilogie eigentlich, die Vision einer anderen Gesellschaft, die, wie bereits erwähnt, um die Sorge für die Menschen herum gestaltet wird und organisiert ist. Auch wenn es aus heutiger Sicht und insbesondere aus nicht weißer Sicht an diesem Entwurf einiges an Kritik zu formulieren gilt, ist trotzdem bemerkenswert, dass hier diese Fantasie entwickelt worden ist, dass sie ausbuchstabiert und sehr konkret auch sozusagen umgesetzt worden ist und bis heute Menschen inspiriert. Bis heute ist sozusagen dieser frühe Entwurf um 1900, circa 1910, 15 entstanden, entwickelt, veröffentlicht, eine Inspiration. Ich werde jetzt nicht auf den Monte Verita weiter eingehen, weil ich glaube, wir haben nicht viel Zeit. Das ist etwas, was wahrscheinlich vor allem die KollegInnen in der Schweiz noch stärker kennen. Es gab auch vor kurzem einen neuen Film zu Monte Verita. Auch das wäre ein Ort,
und eine Zeit, in der sehr viele Versuche eines anderen Lebens, eines anderen auch politischen Denkens entwickelt worden sind, wo das ganze Leben mit all seinen Facetten von der Ernährung über die Leibkörperlichkeit bis hin zu der konkreten Form des Zusammenlebens mit im Spiel waren. Ich komme jetzt auf das Stichwort soziale Bewegungen zu sprechen, und das war ja vorher schon im ersten Vortrag Thema. Etwas regt sich und rührt sich in den Verhältnissen. Denn so wie es ist, soll es nicht bleiben, kann es nicht bleiben. Ich spreche hier von Bewegungen und Bestrebungen, die sich an Leitorientierungen wie Gerechtigkeit und Solidarität entfalten und entwickeln. Es gibt natürlich heute in unserer Gegenwart und auch schon im 20. Jahrhundert immer wieder etwas, was sowas wie soziale Bewegungsformen annimmt, aber das Soziale völlig anders denkt, nämlich zum Beispiel völkisch, nationalistisch, autoritär strukturiert, faschistisch und so weiter. Davon soll hier nicht die Rede sein, obwohl wir dazu natürlich immer arbeiten müssen, uns damit auseinandersetzen müssen. Ich beziehe mich auf den Strang der Geschichte sozialer Bewegungen, der sich eben an Gerechtigkeit und Solidarität mit allen und für alle orientiert, auch das Plural denken kann und egalitäre Ideen entwickelt, um auch das Leiden der Menschen in Gesellschaft, an Gesellschaft aufzugreifen. Und an dieser Stelle, mit diesen Leitorientierungen und mit diesem Moment des Leidens der Menschen in und an Gesellschaft, haben wir natürlich eine ganz starke Verbindung zu Anliegen und Aufgabenstellungen sozialer Arbeit, die ich heute weniger explizit hier mitführe. Was mit sozialen Bewegungen historisch immer einhergeht, und ich werde dann nachher im letzten Teil einige Beispiele nochmal stichwortartig benennen, ist nicht nur eine Kritik an dem, was ist, sondern ist immer auch eine experimentelle Praxis des Anderen, des Neuen, des Veränderten. Das wurde bereits klar, glaube ich. Und was ich gerne betonen möchte an der Stelle, ist die Qualität des Tastenden, des Versuchenden und auch des Entwerfenden Denkens und Handelns. Birgit Bütow hat es in ihrer Vorstellung vorher benannt. Ja, es geht auch viel um Kreatives, um eine Hervorbringung von etwas, was wir noch nicht kennen und deswegen vielleicht auch noch was noch ganz unfertig erscheint, was Rohmaterial ist, ja, Rohstoff, der dann erst weiter bearbeitet werden muss, als eine andere Möglichkeit des Sozialen, des Gesellschaftlichen. Wenn wir verstehen wollen, was hier geschieht, ja, also wenn wir mit sozialen Bewegungen uns auseinandersetzen und mit Dynamiken, die damit einhergehen, auch mit Bildungs- und Entwicklungs-Entfaltungsprozessen, aber auch mit Begrenzungen, die damit einhergehen, sind einige Denkfiguren hilfreich, auf die ich vielleicht in der Diskussion nochmal zurückkommen kann, weil das jetzt, glaube ich, zu weit führt. Aber manche von uns hier haben sich auch schon mit der Denkfigur der Grenzbearbeitung beschäftigt. Und ich würde sagen, soziale Bewegungen versuchen immer auch, den Raum auszuweiten dessen, was möglich ist, was möglich ist zu leben, was möglich ist, politisch auch in Handlung umzusetzen, in Gestaltung umzusetzen. Und es hat immer auch was mit einer Weitung von Zeit zu tun, weil es häufig auch Ressourcen aus der Vergangenheit schöpft und starke Bezüge auf die Zukunft hat. Also sich nicht nur in der Gegenwart und im unmittelbar nächsten Schritt verfängt. Was mir sehr wichtig ist, und das habe ich am Anfang schon angedeutet, all diese Prozesse sind keine idealen Prozesse oder nicht ideal zu verstehen. Wenn ich versuche, sie jetzt hier hervorzuheben und wertzuschätzen und zu würdigen, dann geht es tatsächlich darum, dass wir mehr uns erschließen können, was uns zur Verfügung steht, um unsere Vorstellungskraft individuell, kollektiv und im Gesamtgesellschaftlichen zu stützen, zu füttern sozusagen und dann eben auch weiterzuentwickeln und zu weiten. Dass da immer auch Unbehagliches mit einhergeht, dass selbstkritische Auseinandersetzungen nötig sind, die eben auch mit diesen Praxen der Veränderung einhergehenden Schwierigkeiten genau beobachtet und betrachtet und auch reflektiert werden müssen, ist für mich eine Notwendigkeit und betrachte ich als selbstverständlich, ist aber nicht selbstverständlich. Aber Konflikte auch innerhalb sozialer Bewegungen und zivilgesellschaftlicher Bestrebungen
zeigen uns immer, worum es eigentlich geht und wofür es sich zu kämpfen lohnt, was da eigentlich das Essential ist, sozusagen von diesem Versuch des Veränderungsprozesses. Ich möchte also, um das allmählich aufs Ende zuzuführen, soziale Fantasie nochmal fassen als kritische Vorstellungskraft, die unterstützt die Möglichkeit, sich vorzustellen und daran konkret zu arbeiten, dass ein anderes, freieres, würdevolleres Leben für alle möglich sein kann. Und diese Dreams of Another Day, das ist sozusagen nochmal ein bisschen eine allgemeinere Formel für das, was ich vorher mit Bezug auf den Buchtitel Dreamers of a New Day von Sheila Rowbotham vorgestellt habe. Also Dreams of Another Day, die müssen geträumt werden können. Und die müssen wir auch träumen, um auch Kraft zu gewinnen daraus, um Zuversicht und Hoffnung zu gewinnen, die wir brauchen, wenn wir uns in den konkreten gegenwärtigen Verhältnissen einmischen wollen und müssen. Also dieses Denken in Gestaltungs- und auch Umgestaltungsprozessen erscheint mir hier sehr wichtig. Und da kann man natürlich auf viele Quellen Bezug nehmen, insbesondere auch auf Quellen, die sich mit den sogenannten Commons beschäftigen. Diese Vorträge werden ja auch auf einer Plattform, Commons-Plattform sozusagen, dann zugänglich sein. Also wie kann eigentlich etwas mehr geschaffen werden, erweitert und verbreitet werden, was möglichst vielen den Zugang zu möglichst vielem ermöglicht. Das ist sozusagen auch so ein utopisches Moment, aber auch eine konkrete Praxis, die hier stattfindet und die hier mit aufscheint. Ich finde es sehr interessant, und da könnte man in der Diskussion vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wie immer wieder auch an ganz unerwarteten Oberflächen etwas unerwartet auftaucht, was utopisch scheint, was aber einen Vorschein einer anderen Möglichkeit auch mit sich führt und auch konkret schon diese andere Möglichkeit praktiziert. In den Cultural Studies oder Cultural Media Studies, ein Kollege, der das auch genau so mal bezeichnet hat, ist Rainer Winter, wird auch von der Kunst des Eigensinns gesprochen. Da geht es häufig um alltägliche Praktiken, die ein Stück weit gegen den Strich laufen, wo man sich so ein bisschen sperrig erweist und auch listig versucht, in den Verhältnissen etwas anderes zu machen, etwas anderes zu erreichen. Das ist häufig so ein unerwartetes Auftauchen des Utopischen an unerwarteten Oberflächen und sieht sich auch gar nicht immer als solches. Ist auch nicht unbedingt sofort eine klare zivilgesellschaftliche Aktivität oder eine soziale Bewegung, aber das sind Momente, wo etwas im Hier und Jetzt schon passiert, was eigentlich auf eine andere Möglichkeit verweist. Welche Gesellschaft wollen wir haben? Wie wollen wir in dieser Gesellschaft miteinander leben? Wie können wir das Soziale zwischen uns gestalten und das Soziale, was uns sozusagen zusammenhält, indem wir uns befinden und bewegen, gestalten und auch regeln, auch in der Staatsform regeln? Und dennoch, wie können wir über das Gegebene hinaus denken und handeln? Und nicht zuletzt, woher nehmen wir dafür die Energie? Das scheint mir eine sehr wichtige Frage zu sein. Und als ihr die Einladung zu dieser Vorstellungsreihe formuliert habt und uns geschickt habt, habe ich überlegt, gehe ich jetzt eher auf so einen Krisendiskurs und gehe ich auf einen Krisendiskurs ein oder nicht? Oder versuche ich mal die ganz andere Seite in den Blick zu nehmen und auch zu betonen, ohne die wir, glaube ich, nicht leben und überleben können angesichts dieser kritischen Verhältnisse. Susanne Weber hat neulich anlässlich meines Übergangs in den sogenannten Ruhestand ein wunderbares Bild aus der Commons-Bewegung und Commons-Philosophie eingebracht. Und zwar ist es das Bild einer Brücke aus Gras. Und das möchte ich gern mit euch teilen, denn dieses Bild ist nicht nur ein Bild, eine Poesie, eine Metapher oder etwas, was sich jemand ausgedacht hat, sondern es ist eine konkrete Praxis, die seit vielen Jahren von manchen Gruppen an einem ganz bestimmten Ort der Welt umgesetzt wird. Man muss sich vorstellen, da leben Menschen auf zwei Seiten eines Abgrundes, einer Schlucht, und sie haben irgendwann mal geschafft, eine Brücke aus sehr stabilem Gras zu flechten. Und das war aber nur möglich, indem sie von beiden Seiten aus immer wieder
an dieser Brücke arbeiten, die immer wieder reparieren, die immer wieder stabilisieren, aufeinander zuarbeiten. Also ein sorgfältiges Flechten und Weben von den Rändern her aufeinander zu, über einen Abgrund hinweg, was immer wieder aufs Neue aber passieren muss. Und dieses immer wieder aufs Neue, diese Brücke aus Gras ermöglichen, herstellen, reproduzieren, rekreieren, wird dort auch ritualisiert von den jeweiligen Gemeinschaften in regelmäßigen Abständen praktiziert als kollektives Moment. Für mich steht es für die Notwendigkeit und Möglichkeit, Verbindungen zu schaffen zwischen den vor dem uneingelösten Möglichkeiten. Hier für mich auch der zwischen den uneingelösten Möglichkeiten einer Verbindung zwischen Vergangenheit und einer anderen möglichen Zukunft. Sowas überhaupt mit diesem historischen Moment, ja, mit diesem zeitlichen Moment zu verknüpfen, ist für mich ganz wichtig, wenn es um eine Verlangsamung der Gegenwart, um ein Innehalten in der Gegenwart geht. Und meines Erachtens brauchen wir das unbedingt, um erneut auf neue Weise ansetzen zu können, um handlungsfähig zu werden und zu sein, im politischen Sinn, im pädagogisch-sozialpädagogischen Sinn. Wir müssen Momente der Verlangsamung reinbringen, um überhaupt eine neue Idee entwickeln zu können, um was anderes sehen zu können, um andere wirklich nochmal anders sehen zu können. Das hat mir diese Brücke aus Gras unter anderem gesagt. Ob Sie was damit anfangen können, weiß ich nicht, aber ich fand es ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr kraftvolles Bild. Ich komme abschließend auf die Frage der Commons, der Communalities. Also man kann sich darüber streiten, wie man das nennen möchte, aber mir ist es wichtig, dass wir historisch und auch weltweit, das zeigen Bücher wie dieses hier zum Beispiel, Frei, Fair und Lebendig, die Macht der Commons, kann ich nur empfehlen, weltweit entsprechende Praktiken vorfinden können. Wir können sie vorfinden, wir müssen sie wahrnehmen und wir müssen sie mit Bedeutung versehen. Wir können uns darauf beziehen, denn die nehmen vorweg oder haben schon praktiziert eine andere Möglichkeit. Eine andere Welt ist möglich, ja. Das war der Slogan, der um 2000 herum von ETHEC, von den Gewerkschaften, von vielen Menschen, die heraus wollten aus dieser scheinbaren Alternativlosigkeit, sozusagen eine gewisse Schlagkraft entfaltet hat. Und ich denke, es lohnt sich ungemein, auch historische Bewegungen anzuschauen, wie Volksküchen, wie Arbeitersiedlungen, wie den Karl-Marx-Hof in Wien, wie die Genossenschaftsbewegungen, um die jetzigen Versuche, anders zu handeln, anders zu wirtschaften, anders zusammenzuleben, auch anders sozial miteinander umzugehen und anders Care-Arbeit zu gestalten, um die auch mit einer zeitlichen Tiefe zu versehen und sich mit diesen Erfahrungen zu verbinden, auch den Schwierigkeiten, von denen diese Erfahrungen auch zeugen, zu verbinden. Hier kann ich Ihnen empfehlen, sich mal die Proletenpassion der österreichischen Gruppe Schmetterlinge anzuhören. Für die Jungen ist es wahrscheinlich sehr unbekannt. Die Älteren haben vielleicht schon mal davon gehört. Es gibt ein Lied über die Pariser Kommune im ausgehenden 19. Jahrhundert. Und da wird versucht, damals noch völlig vor jeder geschlechtergerechten Sprachversuche, zu sagen, um was es da eigentlich ging in dieser Pariser Kommune, was das eigentlich für ein anderer Versuch war, Gesellschaft zu entwickeln, zu leben, zu gestalten, unter Beteiligung auch der Menschen, die sonst sozusagen immer ausgeschlossen waren an den politischen Gestaltungsmöglichkeiten. Ich würde vielleicht schließen an der Stelle mit Audre Lorde. Das ist eine leider früh gestorbene schwarze Aktivistin, die auch Schriftstellerin war, die auch Poetin war, die sich auch eine Zeit lang in Berlin aufgehalten hat und da gelebt hat und die sich sehr viel auch mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie sind eigentlich Verbindungen über radikale Unterschiede hinweg überhaupt möglich und denkbar? Und damit möchte ich vielleicht dann auch schließen, obwohl es nicht ganz das Ende meines Vortrags ist, aus Rücksicht auf die noch verbleibende Diskussionszeit. Sie spricht innerhalb der feministischen Szenen und Frauenbewegungen in Gedichtform so: Wir haben einander gewählt und die Schärfe unserer jeweiligen Kämpfe.
Der Krieg ist derselbe. Wenn wir verlieren, wird eines Tages das Blut der Frauen erstarren auf einem toten Planeten. Wenn wir siegen, ist nichts abzusehen. Wir suchen über die Geschichte hinaus nach einer neuen und möglicheren Begegnung. Und dieses ist nichts abzusehen. Wir suchen über die Geschichte hinaus nach einer neuen und möglicheren Begegnung. Das scheint mir doch so ein ganz wichtiger Gedanke zu sein oder eine wichtige Ausrichtung vielleicht des Bemühens und Bestrebens.